Ja, hoi ihr Leute von heute, willkommen zu einer neuen Folge Everybody's Golf World Tour. Im letzten Part haben wir den Windböe-Pokal gemacht und im heutigen Part werden wir das Lochverschiebung Herbstpokalturnier machen. Schon im Frühling, oh mein Gott, Maso ist ein richtiger Rebell. Und wir werden gegen Philippe kämpfen. Und der Lochverschiebungs Herbstpokal findet auf den Euro Classic GC statt und hat Lochverschiebung. Wer hätte das denn gedacht bei dem Namen? Gut, und wir werden... Wen werden wir spielen? Das ist gerade mal so die Frage, die ich habe. Ich glaube, wir spielen... Spielen wir mal wieder Suzuki. Ja, und wir lassen ihn wieder wie Symbol aussehen. Oder vielleicht anders. Was gibt es denn noch? Oh, ein pinker Suzuki. Können wir den drehen? Wir können den drehen. Gut. Was steht eigentlich auf seinem... Was steht da drauf? Würdest du mal bitte stillstehen? Ich will das gerne lesen. Kann ich eine Größe machen? Ich kann es leider nicht erkennen. Sieht aus wie ein paar Schriftzeichen. Oh, ein gestylter Zimbel. Wir nehmen Zimbel mal wieder. Hier hast du Zimbel. So. Nein, bist du nicht. Du bist Zimbel. So. Wenn ich das so überlege, dass ich Zimbel schon seit Ewigkeiten nicht mehr wirklich gucke, es war bei mir eher so die Zeit, wo er Adventure Maps gespielt hat. Das war eine schöne Zeit. Da habe ich mal wieder gerne geguckt. Aber ja, momentan ist nicht mehr. Irgendwie fehlt mir die Lust und Laune an seinen Videos. Ich meine, es gibt ab und zu mal, gucke ich mal rein, ob es irgendwas Neues, Interessantes gibt, aber das ist momentan auch eher selten und... Oh. Meinst du, sind wir Back T? Nein, sind wir nicht. Soll ich es riskieren? Ich glaube, das schaffen wir nicht, ne? Ne, ich riskiere es gar nicht erst. Schlagen wir hier links hin. Natürlich erstmal wieder die Größe einschätzen, wie groß denn unser Zimbel hier ist, überhaupt nach all den Jahren. Ah. Aber auf Zimbel ist Verlass, der schlägt nicht weg. Also den Ball ins Aus, meine ich damit. Und ich merke gerade, wir haben schon wieder Hanna bekommen. Mann, was für ein Zufall. Der Zufall ist unbeschreiblich. Das ist doch nicht normal. Wie kann man denn einen Charakter so oft bekommen und warum machst du das? Sag mir das. Warum hast du das gemacht? Warum schlägst du so weit nach links? Egal. Ich wäre nicht Maser, wenn ich den Ball hier nicht retten könnte. Wobei es nicht mal wirklich gerettet war. Es sieht aus wie ein Boogie. Mhm. Ja, ein Boogie. Definitiv. Okay, wir fangen die Runde schlecht an. Muss ich echt zugeben, das ärgert mich natürlich ein bisschen. Null Punkte. Er verliert die Brille. Guck, er hat sogar dieselbe Augenfarbe. Und wir sind Zehnter. Okay, wir sind nicht Letzter. Wir sind nur Zehnter. Gut. Okay, ich muss ja gerade gucken, alle haben so plus 2. Wie hat Julian denn plus 3 erreicht? Er ist ja nicht mal ins Wasser gefallen oder so. Egal. Gut, ich hoffe mal, dass wir dieses Loch hier besser hinkriegen werden. Dafür verlasse ich mich auf dich. Das schaffst du schon irgendwie. Gespielt haben wir aber hier schon mal. Mir kam gerade dieses eine Loch ziemlich unbekannt vor, deswegen... Aber gut, das macht nichts. Das macht rein gar nichts. Das war zu stark. Mm. Hat er das auf Englisch auch genau gesagt? Ich glaube schon. Und diese Musik. Düt, 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 düt. Okay. Wir sind immer noch bei plus 1. Ich möchte gerne aus der schlechten Seite rauskommen. Soll ich das riskieren? Also so unwahrscheinlich, das zu schaffen, ist es gar nicht mal, ne? Da riskiere ich auch nicht wirklich was. Nee, das ist kein Riskieren. Riskieren wäre was ganz anderes. Riskieren wäre, wenn ich an Schloss Neuschwanstein vorbei möchte. Guck mal, ich habe hier eh schon mal hingeschlagen. So. Ja, wir werden voll im Bunker landen, aber es ist mir gerade völlig Schnuppe. Passiert halt. Ja, ich nehme meinen Kommentar zurück, wir kommen nicht mal so weit. Okay. Gut zu wissen. So, Gegenwind, mach dein Ding. Dann eben nicht, dann lass es sein. Ich dachte, bei 6 Meter Gegenwind wäre das wenigstens etwas, aber okay. Ja, glaube ich auch. Das erkennt man ja gar nicht.
Yes! Wir sind wieder neutral, das ist wenigstens etwas. Bestes Loch, Boogie. Ja, super. Das macht einen natürlich glücklich, dass man noch weiterspielen möchte. Aber ist nicht das Loch, wo ich mit Philippe dagegen das Schloss geschlagen habe, aus Versehen? Also gegen Schloss, ja, gegen Neuschwanstein halt, ne? Das ziemlich häufig auf diesem Platz zu finden ist. Okay. Für mal direkt den zweiten Powerschlag. Ich will jetzt gerade nichts sagen, ne, aber das war verdammt gut. Das war verdammt gut. Ich glaube bergauf. Nach links. Ja, ich sehe es. Für den Drive, ne? Dass ich die Igel versaut habe, ist mir doch schon ein bisschen peinlich. Peace, Leute. Na egal, wir sind Erster. Und es regnet. Ne, es fängt nicht nur an zu regnen, es regnet. Ja, finde ich auch. Typisch Deutschland. Das ist eine Aussage, typisch Deutschland, Alter. Das wird in den letzten Tagen ist echt schlimm. Muss ich echt zugeben. Also es gab in den letzten Tagen schon Besseres besser. Wir überlegen, dass wir vor etwa anderthalb Wochen noch schönsten Sonnenschein hatten. Zwei, drei Tage lang zwar nur, aber wir hatten Sonnenschein. Und dann wurde es auf einmal ziemlich kalt. Es hat sogar wieder geschneit. Mein Bruder meinte, er hat sogar einen Blizzard gesehen. Das klingt jetzt zwar ein bisschen verrückt von ihm, aber... Er hat mir halt ein Foto gesendet, wie es bei ihm geschneit hat in Aachen und das war ziemlich krass. Gab's, glaube ich... Ich komme ja aus einer ganz anderen Gegend. Bei mir ist es jetzt nicht so vertreten gewesen, ne? Also der Schnee. Aber generell ist auch hier selten Schnee. Das muss ich echt zugeben. Ist hier selten Schnee hier? Das ist traurig, aber ist halt so. So, das können wir wieder austriggern. Ich muss auch zugeben, ich habe ewig keinen richtigen Schnee mehr gehabt. Ich glaube, den letzten Schnee, den ich so richtig hatte, war vor... Lass mich jetzt nicht lügen. Vor... Ich überlege gerade, wann das war. Ich glaube, 2010, 2011 Gegend. Ich weiß noch, dass wir damals... ich muss jetzt zugeben, da war ich noch 17. Ne? Aber das ist mir jetzt nicht peinlich. Wir haben uns einen Wäschekorb damals geschnappt. Und zwar ein... Ohne Löcher und so. Ihr kennt ja bestimmt die Wäschekörbe. Es gibt einige, die haben an den Seiten so, ja, viele Löcher und so. Ne, wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß nicht mal, wofür die sind, aber es ist mir auch völlig gerade egal. Was? Wäschekörbe, auf jeden Fall hatten wir einen ohne Löcher. Und da haben wir den Schnee reingemacht, also den ganzen Schnee, wir hatten. Und es war ja viel Schnee, Leute. Wir hatten ja bestimmt 30 cm hohen Schnee damals noch. Vor 6, 7 Jahren. Und dann haben wir dann alles in einen Korb gepackt und haben halt eine Schneeburg draus gebaut. leider haben wir haben auch einen Tunnel gebaut, wir haben einen ganz langen Tunnel gebaut, da kann mein Bruder sogar noch bestätigen. Problem war, dass ich einmal reingegangen bin und nicht mehr rauskam und mir das Hemd aber weggerutscht war, was dann ziemlich kalt war. Ich muss zugeben, das war dann richtig kalt und das ging halt, ja, kalt. Muss ich zugeben, es war richtig kalt, das war, ich glaube, das war so die schrecklichste Erfahrung, die ich mit Schnee gemacht habe. Aber ansonsten war die Burg cool, wir hatten zwar nicht die ganze Burg, wir hatten halt einfach nur eine Seite, aber war schon lustig. Ihr könnt euch vorstellen, wir hatten einen langen Tunnel, wo man durchkriechen konnte. Halt, richtig festgemacht, wir haben da sogar Wasser rüber gegossen, dass das so ein bisschen zu Eis wird, halt, ne? Also schon richtig mit Strategie und allem dran gebaut. Und dann haben wir den Wäschekorb genommen. Und haben halt so einzelne Wände umrum gebaut. Zwei Wäschekörbe hoch. Waren etwa 50, 60 Zentimeter. Kommt das hin? Ich glaube schon. Oh. Das ist nicht gut. Vorhin ist das Loch gerade nicht so gut. Auf jeden Fall haben wir das gebaut und ja. Haben halt da gespielt. Wir waren jung. Wir durften das. Im Schnee zu spielen finde ich sogar, selbst wenn ich jetzt 23 bin, aber scheißegal, wenn ich Schnee habe, würde ich gerne darin spielen. Weil wir haben hier kaum Schnee, ne, und ich hoffe natürlich bald mal wieder Schnee zu haben. Das wäre schön. Das wäre echt schön.
Aber ich glaube, da werde ich wohl erstmal ein bisschen warten müssen oder vielleicht einen Urlaub machen müssen. Aber dazu habe ich momentan einfach keine Lust, keine Zeit und kein Geld. Vor allem jetzt, wo ich momentan Let's Player bin. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich eine Woche frei mache. Ich mache ja immer jedes halbe Jahr eine Woche Ruhe. Ab und zu mal einen Tag zwischendurch, aber... Wie gesagt, es ist auch einfach nur ein Hobby. Ich mache es auch nur, wenn ich Lust habe. Es gibt ja auch Leute, die... Ihr müsst euch mal überlegen, es gibt Leute, die sagen, ich habe keine Zeit gehabt und alles, es gab Wichtigeres. Wichtiger ist die Arbeit, ne? Als allererstes. Also, keine Zeit gehabt, wenn, es gibt Leute, die sagen einfach keine Zeit, obwohl sie einfach nur keine Lust haben. Warum sagen die Leute einfach nicht, dass sie keine Lust haben? Das ärgert mich so ein bisschen. Wenn ich keine Lust habe, sage ich den Leuten, ich habe keine Lust und Ende der Geschichte. Wenn ich keine Zeit habe, dann sage ich, warum ich keine Zeit habe und Ende der Geschichte. Aber nicht wegen persönlicher Gründe habe ich keine Zeit zum Aufnehmen gehabt. Ja, so welche Leute mag ich nicht. Stimmt, bevor ich es vergesse, ich wollte ja hier noch einen zweiten Cup machen. Ich dachte mir gerade so von wegen, hey, der Part ist zu Ende, aber der Part ist nicht zu Ende. Ich kämpfe noch gegen Philippe. Und das machen wir mit... Mit wem machen wir das? Wir machen das mit... Sascha, würde ich sagen. Und zwar... In welchem Outfit machen wir das? Im Schwarzen. Ja doch. Und wir nehmen... den ganz normalen Big Air. Los geht's. Hallo, asiatische Maschine. Dieser Name, asiatische Maschine. Um Himmels Willen. Das ist er. Er macht Peace mit Bällen. Er ist in nichts gut und nichts schlecht und dieser in Hollywood geborene Typ ist der reiche Sprössling eines Kaufmannsfamilie. Einer Kaufmannfamilie. Ach du liebe Gott. Ach du liebe Gott. Ach du liebe Güte. Ein schrecklicher Angeber, habe ich nur noch gelesen. Mal gucken, ob du wirklich so ein schrecklicher Angeber bist, wie alle sagen. Du kämpfst immerhin gegen Sascha. Die Sascha aus dem Film Sascha Park und die Saschas und anderen, Fakes, wie zum Beispiel eine schrecklich nette Sascha. High School of the Sascha. Oh, das war ein ziemlich kluger Schlag von ihm. Auch wenn ich nicht verstehe, warum er nicht so kurz geschlagen hat. Eins, zwei. Oh, deutsche Synchro, du bist so schrecklich, Alter. Ach man, sowas mag ich auch. Es gibt viele Animes, die ich auch nicht mit deutscher Synchro mag. Da gibt es zum Beispiel... Na, kennt ihr No Game No Life? KSM hat ja irgendwann zugeschlagen und die Serie auf Deutsch synchronisiert. Von der Tatsache, dass die deutsche Synchronstimme von Sora, also dem Hauptteil, erstmal dieselbe ist wie von Invader Sim. Davon mal ganz ganz davon wegzudenken, finde ich das ein bisschen unpassend. Aber ich bin eh nicht unbedingt der Fan von vielen Synchros. Oh. Wir spielen bergab. So angebermäßig war das, glaube ich, nicht. Ach, guck mal, sie ist auch noch Sascha Croft. Lara Croft? Lara Soft? Lara Softporn? Yes. Ich meine, was? Nein, nix. Ich hab nichts gesagt. Hä, Softporn? Was habt ihr? Habt ihr eine Macke? Ich erzähl doch hier nichts über Softporn. Was labert ihr da? Aber Masa, wenn du Pornos suchst, dann gibst du auch mal die englischen Namen ein. Was war das denn jetzt? Muss ich mir gerne nochmal angucken. Ich habe einen Wasserhüpfer gemacht. Im Aus. Oh, das hat mich gerade so den Arsch gerettet. Aber richtig. Wow. Okay. Da hatte ich nochmal Glück, muss ich echt zugeben. Ich überlege gerade mal, so was man für Spiele noch Let's Play. Es gibt so viele Spiele, ne? Ich meine, es gab mal, wer hat es nochmal gesagt? Ich habe irgendwann mal eine Let's Player gehört.
der hat so den Satz gesagt, der ist für mich heute noch immer extrem wichtig. Die Let's Player haben nur eine Aufgabe. Jedes Spiel zu spielen, das es gibt. Und ja, deswegen spiele ich ja überhaupt dieses Spiel, weil ich habe noch keinen Let's Player gesehen, das zu 100% gemacht hat im Deutschen. Es trifft ja auf, ich habe ja, wenn ihr mal auf meinen Kanal guckt, ihr seht ja vielleicht viele Spiele, die ich schon mal gespielt habe, die es so generell noch nicht bei jemand anderen gab. Und das zählt halt für mich auch irgendwie. Das war auch der Grundgedanke, warum ich viele Spiele Let's Player, die ihr halt vielleicht auf meinem Kanal schon gesehen habt. Wenn ihr auch was auf meinem Kanal gesehen habt. Das kann ich ja auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es einige Leute unter euch gibt, die geben es einfach ein, Everybody's Golf World Tour, und vielleicht kommt man per Zufall mein Video. Da lächelt er mal so mal kurz. Aber es liegt auch nur daran, weil ich der Einzige bin. Das soll jetzt nicht heißen, irgendwie, ich möchte Erfolg haben. Das ist es nicht. Sondern einfach nur, weil es niemand macht. Deswegen. Das ist immer das Interessante. Man kann halt nicht gucken, man kann halt bei anderen Leuten nicht gucken, wer es schon gemacht hat und so. Und sich da ein bisschen was abschneiden und so. Na, einfach aus Spaß. Schöner Schlag. So. Oh, natürlich bin ich auf die Kante aufgekommen. Nun ja, ich bin nur auf die Kante aufgekommen, nicht im Bunker. Das wäre schlimmer gewesen. Gut, wenn er ein Birdie macht, dann könnte er die Runde noch eine Runde weiterziehen. Aber wenn nicht, dann ist die Runde hiernach beendet. Ah. Ich glaube, die Runde ist beendet. Er liegt auf dem Kart, Ray. Was? Okay, da habe ich den Ball noch nie gesehen, nachdem er aus dem Wasser geholt wurde. Das war ein guter Schlag, muss ich zugeben. Aber reicht nicht ganz aus. So, wir haben von Fairway, wo wir gerade drauf liegen, haben wir eine Chance und dann noch eine zum Putten. Und dann haben wir gewonnen. So schwer ist das gar nicht mehr. Ah, brauchen wir aber nicht. Wir machen einfach den Chip in und dann haben wir auch gewonnen. Sehr schön. Das war eine solide, vernichtende Runde. Okay, du Angeber, wo war denn dein toller Sieg? Wir sind nur ein Könner. Okay. Jetzt können wir Philippe spielen. Wir können den Specki spielen. Also den Ran an den Specktypen. Wir haben auch ziemlich viel Loyalität für die drei Runden bekommen. Das ist gut. Und wir haben den neuen Rang freigeschaltet. Das freut mich sehr. Das heißt, wir werden wieder ganz viele neue Aufgaben spielen. Vielleicht kriegen wir auch einen neuen Platz. Wer weiß. Ich freue mich drauf. Wir gucken einfach mal kurz nach. Wir sind nur im Könnerrang. Ne? Ja, wir sind im Könnerrang. Und wir kriegen sogar wirklich einen neuen Platz. Nämlich den die Great Safari CC. Erweiterte Schlägermasters. Langes Ziel gespiegelt. Der Wildcup Sonderregel. Männer Sommerturnier Sonderregel. Afrika-Turnier. Und Sonja als Gegner. Sonja, keine Ahnung. Und Stufe 5 sind wir. Ja, wir kommen so langsam, aber sicher voran. Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Im nächsten Part starten wir hier durch. Ich bedanke mich halt fürs Reinschalten. Warte mal, gibt es noch mehr Turniere? Ne, es sind genauso viele wie auch hier. Werden wahrscheinlich im nächsten Part die beiden hier zusammen machen. Also Großloch International und Great Safari. Ich habe zwar erwähnt, dass ich das nicht so mag, aber Leute, 18 Loch, 18 Loch, 18 Loch, 9 Loch, 9 Loch, 9 Loch, 9 Loch. Das ist eine gute Menge an Löchern. Wir können die beiden in einem Part machen, die beiden in einem Part machen. Ja, da kommen wir schon ein bisschen sauberer mit durch. Hm? Gut, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bewertet den Part. Und Masala Vista, Baby.